Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenrat am Freitag, dem 8. Januar. Wir starten hier zum Wochenabschluss wieder durch und möchten uns natürlich dem Forex-Markt zuwenden, wie üblich in dieser Sendung. Und heute habe ich Ihnen was ganz Spezielles mitgebracht, nämlich das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen, auch The Beast genannt. The Beast macht seinen Namen aller Ehre. Wir haben hier, und das schauen wir uns direkt mal hier im Stundenchart an, zum Jahresende ohnehin schon eine Abwärtsbewegung gesehen, die sich dann hier durch diverse Unterstützung nach unten weiter durcharbeitete und am 3.1. hier die Eröffnung mit einem Downgap. Wo bemerkt ihr die Sonntagseröffnung? Am Montag dann direkt weiter ausverkauft und Sie sehen die letzten Wochentage, es ging schnurstracks nach unten und das wohlbemerkt hier schon seit Ende November. Also das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen hier sichtlich in Schieflage, obgleich heute hier im Stundenchart-Intervall ein Inside zu sehen ist, also hier die gestrige, halt das ist ja der Tageschart, was sage ich, gut zu sehen. Hier machen wir es direkt groß, vorhin noch im Scan. Hier der Inside zu sehen, gestern dieses neue Verlaufstief und die heutige Kerze befindet sich innerhalb dessen. Jetzt aber mal hier in den Stundenchart, da wollte ich eigentlich hin. Wir sehen hier diese Erholungsschübe seit der Nacht. Wir hatten hier auch Daten aus Australien, aus Japan, die hier letztlich den Markt nach oben beflügelten. Auch vor dem Hintergrund, dass es hier im Stundenchart-Intervall jetzt durchaus mal zu einer kleinen Erholung kommen könnte. Wir hatten hier auch schon leicht positive Divergenzen gesehen am gestrigen Nachmittag grundsätzlich, aber hier noch keine Indikation für wirklich steigende Preise. Aber jetzt haben wir hier im kurzfristigen Chartbild, im Stundenchart eben wohl bemerkt, eine Aufwärtsstruktur, die sich relativ simpel eben kennzeichnet durch das tiefere Tief, dann gab es das Hoch und aber hier eben kein neues Tief, sondern nach einem Zwischentief wieder ein Hoch und jetzt ist eben die Gretchenfrage, ob das zum Beispiel passieren könnte. Britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen in jedem Falle äußerst angeschlagen. Gaps bleiben am FX-Markt in der Regel nicht offen. In der Regel, wo bemerkt, werden sie in der laufenden Woche, wenn es am Sonntag zu einem Gap kommt, in der darauffolgenden Handelswoche geschlossen. Das ist in etwa mit einer Zahl von über 90% zu bewerten, dass das passiert. Ob wir heute hier eine Bewegung sehen, die sich sozusagen im Bereich der 500 Pips bewegt, wage ich mal zu bezweifeln. Also das Gap dürfte wohl offen bleiben, was wie gesagt nicht oft passiert, aber durchaus vorkommen kann. Grundsätzlich hier das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen äußerst angeschlagen, aber, und das wollen wir uns jetzt mal hier anschauen, kurz im Wochenchart. Die letzten Wochen, wie gesagt, gnadenlos nach unten ausverkauft. Hier jetzt auch eine wichtige Unterstützung im laufenden Wochenhandel unterschritten im Bereich 174,70. Wir kommen jetzt, wie gesagt, von den Tiefs zurück. Grundsätzlich wäre aber Luft bis in den Bereich 168,10, 168,20. Dieses Level ist hier eine Unterstützung, die sich sogar aus 2013, 14 und mit dem Test hier vom Oktober 2014 herleiten lässt. Das wäre hier ein nächstes Korrektur-Ziellevel für The Beast. Aber ob das eben erreicht wird, bleibt mal die Gretchenfrage. Wenn das Paar aber hierhin läuft und dafür spricht zum Beispiel die kurzfristige, hoppala, jetzt ist sie weg, die kurzfristige Saisonalität. Ja, Sie sehen hier, dass wir bis weiter zur Mitte des Januars, fast schon Ende Januar, eine durchgehend weiterfallende Sequenz haben. Also hier grundsätzlich von der Saisonalität einen negativen Rückenwind, was hier durchaus noch eben die 400-500 Pips nach unten zulassen würde, um hier dieses Level anzutesten. Bleibt spannend, ist spannend. Also wenn wir hier sind, kann das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen hier durchaus auch ein schöner Counter-Trade werden. Aber das will ich Ihnen nicht vorenthalten. Wir haben bereits jetzt eine Situation, die ist schon relativ spitz. Warum? Und zwar am Beispiel des ADX-Wertes, der hier sozusagen die Bewegung erfasst, die Trendbewegung, befinden wir uns hier beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen, The Beast, auf einem Niveau, welches wir hier selten sehen. Wir sind hier bei Werten über 90. In der Regel sind Werte ab 60 schon mal, ja, ich möchte sagen, mit Aufmerksamkeit gesegnet. Das heißt, wenn hier eine gewisse Übertreibung stattfindet, ist eine mögliche Umkehr, wenn Werte hier oberhalb von 60 stattfinden, nicht ausgeschlossen. Wir hatten das unlängst letztes Jahr beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar recht gut einfangen können. Wie gesagt, wir haben hier extremer Werte, die hier eine mögliche Umkehrbewegung, Sie sehen es auch hier am Barchart, durchaus zulassen würden. Also das
Szenario einer Erholung scheint nicht ausgeschlossen. Die große Gretchenfrage eben, ob dieses vom Niveau bei 168 rund stattfindet oder eben früher. Rein technisch, wie gesagt, ist weiter Luft. Rein saisonal wird das Ganze auch begrüßt. Hier haben wir eben die Unterstützung. Im Wochenchart war es hier das Level von 175, im Moment 174,70 etwa. Hier im Tagesschart kann man das auch ein Stück weit genauer spezifizieren. Da haben wir noch darüber liegend ein Level von 176 rund gehabt. Hier 174,70. Also diese Zone ist hier definitiv unterschritten worden. Und ja, es könnte ein Pullback in diese oder bis zu dieser Zone durchaus geben. Hier ein früheres Szenario, was schon weiter fallende Preise präferiert. Allerdings hier auch eine mögliche Unterstützung, die nicht genutzt wurde. Das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen letztlich absolut überverkauft. Und in der Situation, dass eben aufgrund des ATX-Wertes und eben der technischen Situation eine Gegenbewegung jederzeit möglich scheint. Doch das Level von 168, und da ziehe ich hier direkt nochmal einen grünen Balken runter, wäre das sozusagen bessere Level für eine mögliche Erholungsbewegung, wenn man überhaupt von einem besseren Level sprechen kann. Aber hier diese Zone wäre durchaus dazu geeignet, um hier eine Erholungsbewegung einzuleiten. Also sozusagen nochmal jetzt ein richtig finaler Sell-off, alle rausschütteln, die hier irgendwie long orientiert sind, um dann möglicherweise hier einen Rebound zu starten. Es scheint also kurzfristig noch so, als wäre das Gap hier noch weiter offen. Heute kommen ja, wie gesagt, am Nachmittag, das wissen Sie, am ersten Freitag des Monats die Non-Farm-Payrolls aus den USA. Die dürften auch hier sicherlich für Volatilität sorgen. Wir sind mal gespannt, wie der Wochenschluss aussieht. Die heutige Tageskerze, wie ja schon eingangs gesagt, ist hier Inside. Wenn wir hier oberhalb des gestrigen Tageshochs aus dem Handel gehen, dann wäre das letztlich über dem Level hier von 173,76 kurzfristig positiv zu sehen mit der Chance eines Gap Closes. Gehen wir natürlich hier unter dem Tief von gestern raus. Das wäre hier 170,75. Gut, dann haben wir hier keine 250 Pips mehr, um dieses Level hier bei 168 anzusteuern. Plus minus 20, 30 Pips, aber das dürfte dann sehr wahrscheinlich passieren. Hier in dieser Zone, in diesem Level dann aufgepasst. Hier dürfte das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen oder könnte das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen interessant werden für eine Gegenbewegung. Wenn es jetzt kurzfristig noch zu Erholungsschüben kommt, dann kann es auch, und das haben wir beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen gestern im Stream dargestellt, hier zum Pullback dieses Levels kommen und dann eben einen Anlauf an diese Zone geben. Das würde auch die kurzfristige Intensität der Stunden-Chart-Bewegung. Sie sehen hier, dass wir hier kurzfristig durchaus ein Stück weit Potenzial entwickelt haben. Insofern könnte es eben dann hier zum Anlauf an Richtung oder in Richtung 175 kommen. Hier haben wir auch ein kurzfristiges Widerstandslevel im Stunden-Chart, was auch hier zu sehen ist. Knapp drüber haben wir dann die 176 und eben das Gap. Das wird spannend, ob es eben dazu kommt, dass wir hier eine stärkere Erholung sehen. Aber wir haben hier in den vorgeschalteten Zonen immer wieder Widerstände vor uns liegen. Eben hier 175 und darüber dann hier den Bereich 176. Und das Gap, was hier oben wartet, das ist ja eigentlich das, wo der Preis hinlaufen sollte, hinlaufen könnte. Aber da müssen wir wirklich sehen, ob der Preis erstmal das Potenzial hat. Also kurzfristig haben wir hier schon im Stundenchart gewisse, ja, ich will sagen, Erholungsmuster dargestellt. Kurzfristiger Aufwärtstrend ist intakt. Ich kann auch mal hier versuchen, sozusagen auch einen Trendkanal noch in den Chart zu ziehen. Ich will aber dennoch betonen, dass das Level von 168 das eigentliche Korrekturlevel wäre und das wäre hier unten. Also insofern hier möglicherweise auch Bear Flag nicht ausschließen, also bärische Flagge, die sich hier innerhalb dieses Abwärtstrends vollzieht, um dann nach unten rauszubrechen. Achten Sie einfach mal drauf, ob das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen eben hier neue Hochs macht. Dann wäre das durchaus ja, prozyklisch gegen den Trend bullisch, antizyklisch gegen den Trend bullisch zu sehen, oder eben wenn wir dann hier nach unten rausbrechen, insbesondere das letzte Tief hier, dann wären wir hier prozyklisch auf der Short-Seite eher sicher aufgehoben, um hier Preise in Richtung 168 nach unten mitzunehmen. Der ADX, wie gesagt, ist extrem. Das ist hier allerdings der Chart oder die Auswertung von gestern gewesen. Heute startet schon die ersten oder starten schon die ersten Erholungsmanöver. Wenn das, wie gesagt, weiter nach oben geht, dann wäre hier durchaus eine Aufwärtsreaktion zu erwarten, obgleich ich, wie gesagt, das Level von 168 immer noch im Fokus halten möchte, gerade auch vor dem Hintergrund der hier eben vorherrschenden negativen Saisonalität. Also britisch Pfund, japanisch Yen durchaus interessant.
Hängt hier auf Wochenbasis so ein bisschen zwischen den Seilen. Pullback könnte hier eine Short-Einladungsmöglichkeit sein. Kurzfristig, die Zeichen sind hier leicht bullisch, also mal abwarten, was heute passiert. Und on from Perils immer aufgepasst, was es da noch gibt. Wie gesagt, dürfte Schrägstrich wird mit Sicherheit spannend werden. Und insofern wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg an den Märkten. Und wenn Sie mögen, gibt es nachher noch den einen oder anderen Check, beziehungsweise am Montag natürlich wieder das nächste Devisenradar. Und dann nehmen wir mit Sicherheit mal Euro-US-Dollar in den Fokus, der heute sicherlich hier auch einen spannenden Kampf hat. Eben hier die 1,10 vor sich oder eben dann weiter in Range zwischen 1,05 und 1,10. Das werden wir, wie gesagt, später am Montag auswerten. Ich wünsche erstmal noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, was vor Ihnen liegt. Und wenn Sie mögen, hören wir uns am Montag wieder. In diesem Sinne, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.